Okay, weiter geht's. 2 Tage später. Auf geht's, Zeit für ein weiteres Training. Die Volksschulspieler sind wie ausgewachsen. Seit sie mit uns trainieren, findest du nicht? Hey, das war ja auch wirklich ein jämmerlicher Haufen. Schlimmer werden konnten sie sowieso nicht. Autsch, das hat, die hat ja wirklich eine scharfe Zunge. Aber einen geilen Arsch. Aber an Leidenschaft fehlte sie nicht. Sie werden von Tag zu Tag besser. Hey, du sagst immer zu nette Sachen, Schnäuzchen. Also kommt, lasche uns ins Raimund-Team. Was? Junge, ich bin vielleicht neidisch. Es war schon immer dein Traum, mit Mark Evans und seinem Kumpels Fußball zu spielen. Nicht wahr, Darren? Das stimmt, aber ich möchte, dass das ganze Team mich akzeptiert und nicht nur Mark. Ich möchte allen beweisen, dass ich ins Raimund-Team gehöre. Deswegen muss ich weiter trainieren. Ach, wie süß er ist, wenn er so ernst ist. Ich jedenfalls würde mich freuen, wenn du ihn in die Mannschaft kämst, Schnöckelchen. Klar, triff ruhig alle Entscheidungen für uns. Bei Erik machst du das in letzter Zeit ja auch. Ah, ihr seid alle da. Bisher sehr viel Gelaber gewesen. Mark, Nathan hat mir gesagt, dass er lieber alleine trainieren möchte. Habt ihr euch zerstritten? Nein, naja, nicht wirklich. Hey Mark? Ja? Was gibt's? Habe ich mich etwas seltsam bei unserem letzten Spiel benommen? Seltsam? Das würde ich nicht sagen. Du warst ganz du selbst. Ganz ich selbst? Verstehe. Prost. Jetzt kommen die oder was? Was ist dieses Geräusch? Das ist doch nicht etwa... Hey ihr, kommt hier rüber. Veteran. Was ist los, Herr Veteran? Wie furchtbar. Alice ist hier. Schon? Ach, was wollen wir nur machen? Keine Panik. Vergiss nicht, was Mark und die anderen uns beigebracht haben. Wir werden sie schlagen. Ihr werdet schon sehen. Darren hat recht. Wir können jetzt nicht aufgeben. Auf geht's, Leute. Macht euch bereit, diesen Aliens den Stirn zu bieten. Auf zum Fußballplatz. Codename G, das ultimative Team von Alias. Die gewaltige Waffe in Sachen Fußball. Ich kann mich nicht einmal ausmalen, wie stark sie sein könnten. Wieso übernehmen sie mir nicht den Weg dahin? Ganz ehrlich, wieso übernehmen sie mir nicht den Weg? Wenn jetzt irgendwelche Zufallskämpfe kommen. Okay. Karte. Ich muss mir aber meine Dingsbums wieder aufheilen. Wenn es geht, bitte. Was ist los? Warum ist es so still? Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Ich höre nicht einen Mucks, nicht einmal den Wind. Das ist ja untypisch für die Folkshow. Folkshow? Schab, ich habe Angst. Ich passe auf dich auf, Celia. Sie sind da. Teleportation. Erdlinge, wir sind das Elite-Team der Alice Academy. Wir tragen den Codenamen G. G für Genesis. Genesis? Das ist also das stärkste Team von Alice. Sie sind so still. Das macht sie so furchterfüllend. Ich komme gleich zur Sache. Gib das Notizbuch der Meister heraus. Aber was? Wir haben 2 Ziele. Rein und F zu besiegen und das Notizbuch der Meister anzunehmen. Sobald wir diese Ziele erreicht haben, werden wir keine weitere eurer Schulen zerstören. Was? Woher wisst ihr von dem Notizbuch der Meister? Hört mal, ihr Aliens, wir werden nicht einfach zu klein geben, wenn ihr das Notizbuch wollt. Müsst ihr kämpfen. Du erbärmlicher Wichtigtruhe. Wie hat die mich genannt? Wehrt ihr euch, wird eure Niederlage nur umso schmerzhafter. Ihr könnt euren Schützer nicht innen drin. Warum fällt es euch Menschen so schwer, das zu begraben? Ich verstehe es einfach nicht. Wisst ihr, beinahe tut ihr mir leid, Folkshow. Ihr werdet vor unseren Spezialtechniken erzittern. Ah. Bellatrix, das reicht. Kapitän. Das ist also Ihr Kapitän? Wenn ich zu viel gesagt habe, hättest du mich früher aufhalten müssen, Szene? Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun, als dich um diese armseligen Erdlinge zu sorgen? Ich erfülle meine Pflichten. Das ist der Wunsch meines Vaters. Folkshow, wir nehmen eure Herausforderung an. Hat er noch nicht ihn erkannt, oder was? Auf geht's, Leute. Wir schaffen das. Aber wo gehen die jetzt hin? Die roten Haare, diese Stimme.
Ja, er ist irgendwie der Einzige, der so schlau ist von denen. Das harte Training hat sich ausgezahlt. Fogshow war wesentlich besser als bei unseren ersten Begegnungen. Genesis war jedoch stärker als alles, was wir uns hätten vorstellen können. Zu langsam. Zu träge. Zu einfach. Macht sie fertig. Oh nein! Sie sind schnell. Man kann sie kaum sehen. Wie ist das möglich? Gegen die haben wir nie eine Chance. Abwarten. Hm? Zumindest einer von uns hat noch nicht aufgegeben. Das! Devon, den musst du halten! Ich werde die Technik verwenden, die Mark mich mir beigebracht hat. Sie unendlich Hand. Damit halte ich sie bestimmt auf. Los, Devon! Boah, unendlich Hand! Er hat die unendliche Hand durchschlagen. Unmöglich, die Technik meines Opas. Stärkste aller Torwarttechniken. Vielleicht hat Darren die Technik noch nicht ganz gemacht. Und dieser Schuss war wirklich nicht von dieser Welt. Genesis spielt eigentlich in einer anderen Liga und können die momentane Teleportation von so gut. Los Leute, lasst euch nicht runterkriegen. Gebt nicht auf. Und die haben verloren. Och, mit so einem Haufen Amateuren macht das keinen Spaß. Die können nicht mal aufrecht stehen. Genau wie wir dachten, sie sind nutzlos. Hehe. Das ist ein Aufwärmspiel einer größeren Herausforderung. Ach, Mark, es tut mir leid. Auf geht's, Raimund Elf, jetzt seid ihr an der Reihe. Wir sind eigentlich nur hergekommen, um euch zu schlagen. Wir wissen Bescheid, Genesis, aber eines sage ich euch, wir machen euch fertig. Mark Evans. Vorsicht, Mark. Darf ich meine TP irgendwie aufheilen? Bitte? Die Aliens wissen anscheinend, was sie tun, aber es gibt trotzdem keinen Grund zur Sorge. Das ist eine gute Gelegenheit für mich, ein paar geniale Schüsse ins Tor zu dreschen. Nein? Der Einzige, der in diesem Spiel auf Tor schießt, bin ich. Sean Frost. Du? Wovon redest du? Ein Verteidiger wie du hat doch überhaupt keine Ahnung wie vom Schießen. Aber... Komm schon, gib mir einfach den Ball. Gegen diese Kelle ist Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Frost, hörst du mir zu? Ey, Frost! Sei still! Frost? Alles in Ordnung? Was ist denn los? Gar nichts. Mir geht's gut. Na gut, wir zählen heute auf dich, Frost. Wir brauchen die ganze Kraft des ewigen Wind-Eiswindes. Gut. Es ist soweit, Raimund, wir sind bereit, wenn ihr es seid. Ja, ich weiß. Erstmal TP aufhören gehen. Wenn diese englischen verfickten Zufallskämpfe kommen, dann können die mich mal. Was kann der Blog-Eintrag? Genesis ist sehr viel stärker als alle anderen Fans von davor waren. Aber Mark weigert sich aufzugeben, solange er Hoffnung hat, habe ich auch welche. Wir schaffen das. Die Musik ist immer so geil. Ja. Mal sehen, vielleicht habe ich eine Chance, vielleicht auch nicht. Setze Nathan Swift in der Startaufstellung ein. Okay. So. Touchpin bereit. Das ist also Genesis große Stärke. Wie kann man gegen Gegner schlagen, die man kaum sehen kann? Sie sind zu schnell. Geht es Nathan gut? Er sieht besorgt aus. Und Frost sieht auch nicht gerade gut aus. Ich hoffe, die beiden sind in Ordnung. Ich werde gewinnen. So war ich schon Frost heiße. Seht mal, der Kapitän der gegnerischen Mannschaft geht auf Mark zu. Mark Evans. Endlich können wir gegeneinander antreten. Hä?
Woher kennst du meinen Namen? Ich habe dich beobachtet, seit du angefangen hast zu spielen. Deine Entwicklung als Spieler und auch als Person war bewundernswert. Danke. Mark, keine Zeit, um mit dem Gegner Höflichkeiten auszutauschen. Dennoch fürchte ich, dass ich keine andere Wahl habe, als dich zu besiegen. Wir müssen diesem Planeten eine Lehre erteilen. Wir müssen den Leuten beibringen, was richtig und was falsch ist. Hm? Fangen wir an. Wir sind Genesis. Wir sind das beste Team der Alias Academy. Jetzt wird es hart. Der soll angeblich sehr gut sein. Den will ich mir sowieso noch holen. Nehmen wir mal, ob wir wirklich eine Chance gegen die haben, oder Okay, die ficken uns. Die ficken uns aber richtig. Flammentänzer? Ja, die ficken uns aber richtig. Wow, ich wusste, dass Genesis gut ist, aber diese enorme Stärke überrascht mich sehr. Trotzdem, ihr Team ist in Topform, aber wir haben trotzdem keine Chance gegen sie. Also gut, Frost, wir geben dir den Ball und du gibst ihnen den eisigen Eiswind. Ach. Hey Frost, hörst du überhaupt zu? Komm schon, Storm, lass mich das machen. Es ist Zeit für den daiwigen Eiswind. Nein, das ist etwas, was ich alleine tun muss. Ansonsten ergebe das doch keinen Sinn. Frost? Was ist los mit diesem Spinner? Ist er aus Angst vor uns verrückt geworden? Hat er sich nicht unter Kontrolle? Frost, geht es dir gut? Nathan? Es tut mir leid, ich habe das Team im Stich gelassen. Was? So ein Blödsinn habe ich noch nie gehört. Du hast meine Geschwindigkeit beinahe. Stimmt doch, oder? Wie? Was hast du gehört? Du solltest nicht neidisch auf mich sein. Es ist nämlich eigentlich so. Ich beneide dich. Ich kann nicht mit deiner Entschlossenheit und Leidenschaft mithalten. Ich habe das von Anfang an gemerkt. Aber Frost, lass uns nach dem Spiel nochmal darüber reden. Wenn du dich nicht bewegen kannst, werde ich für dich doppelt so schnell rennen. Jetzt lass uns die Genesis-Typen schlagen. Das war heftig. Könntest du nicht ein bisschen zu schnell lächeln, dass wir ihn dann ersetzen für deine Verhältnisse? Inwiefern rennt er denn? Oh nein, nicht wieder diese komische Bum-Bum-Attacke hier. Nein, aber beim nächsten Mal schaffen wir es. Wir werden nicht zulassen, dass all das Training umsonst war. Glaubt ihr wirklich, ich lasse euch gewinnen? Das hat keinen Sinn, ich fange einfach. Ach so, kann er. Ich denke jetzt einfach mal, ich hatte keine Chance, das aufzuhalten. Ich musste kassieren. Und ich musste auch verlieren. Tor! Spielt mal ordentlich! ja. Ey, das war gerade richtig stumpf, Jürgen. Das Spiel war ordentlich. Oh, kein Grätsche. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich stoppe dich zu sehr rein, Nathan. Beruhige dich bitte. Ach, das nächste Mal zeigen wir euch. Ihr werdet schon sehen. Nathan, was ist los mit dir? Jetzt schaffen. Die ficken mich nur, hallo? Nein, 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 nein. Das nächste Mal kriegen wir euch. So viel ist sicher. Und wir sehen uns im nächsten Part.